In den kuriosen Weiten des Internets gibt es ja zahlreiche Gerüchte und eben auch sehr viele Gerüchte um das Jurassic-Universum. In diesem Video geht es wieder mal um das Thema Jurassic Park 3, wer hätte es gedacht, aber gerade hier ranken sich eben sehr viele Theorien und Leute behaupten, das wäre offizieller Fakt und es wurde bestätigt. Wenn ihr meint, ihr habt offizielle Fakten irgendetwas bestätigt, dann seid doch so gut und gebt mir persönlich auch die Quellen dazu an. Andernfalls muss ich die Kommentare einfach leer stehen lassen, weil ich kann mit sowas nichts anfangen. In diesem Video geht es jetzt um folgende Theorie. Der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 muss ein Hybrid sein. Ich habe mich mit dieser Thematik jetzt mal ein bisschen mehr befasst, auch mit dem Thema Hybriden ein bisschen mehr befasst und ich habe hier eine Antwort für euch. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Vielleicht sollte man erstmal von Anfang an klären, was der Begriff Hybrid überhaupt bedeutet. Ich schätze mal, die meisten von euch kennen den Begriff Hybrid gerade aus der Automobilbranche mit dem Hybridantrieb und man wirbt ja eben sehr oft damit, das neue Hybridauto. Und aktuell ist es auch wirklich so, dass laut neuestem Stand, laut aktuellen Studien, der Begriff Hybrid in der Automobilbranche am allermeisten benutzt wird. Und das, obwohl dieser Begriff ebenfalls auf die Natur zutrifft. Und genau hier greifen wir jetzt ein, denn Jurassic Park, wir gehen natürlich jetzt hier vom Filmuniversum aus, nicht vom Buchuniversum, schreibt mir nicht wieder in die Kommentare, oh, da hast du aber das Buch nicht gelesen. Hier geht es um den Film. Der Filmkanon ist ein anderer als der Buchkanon, das ist ganz wichtig. Laut unserem deutschen Wörterbuch bedeutet der Begriff Hybrid etwas durch Kreuzung verschiedener Dinge Entstandenes. Ist ja eigentlich ein sehr weitläufiger Begriff, also durch verschiedene Dinge Entstandenes. Ich meine, bin ich dann ein Hybrid? Weil meine Mutter und mein Vater natürlich, ne, ihr wisst. Sind wir also alle irgendwie Hybriden? Ah, da muss man ein bisschen mehr in die Thematik reingehen. Das heißt, alle Leute, die jetzt schon in die Tastatur reinschreiben wollen, aber der Tyrannosaurus Rex ist auch ein Hybrid, weil der ist zum Teil mit Frosch DNA aufgefrischt worden und deswegen ist auch ein Hybrid. Euch muss ich jetzt hier so ein bisschen die Luft aus den Segeln nehmen, denn auf der einen Seite habt ihr vollkommen recht, ja. Allerdings wird der Begriff Hybrid in der Wissenschaft nicht so kleinlich angepackt wie, ja gut, da ist jetzt halt noch die DNA von irgendwas anderem mit drin. Aus diesem Grund spricht man in der Tierwelt gerade bei Hunden auch nicht von Hybridhunden. Und das, obwohl da ja verschiedene Hunderassen miteinander kombiniert wurden. Der Begriff Hybrid fällt in unserer Naturwissenschaft erst dann, wenn zwei nicht paarungsfähige Wesen miteinander kombiniert werden. Ja, tatsächlich arbeiten wir auch wirklich an sowas in unserer realen Welt, weil, ey, warum nicht? Was es uns später mal bringen sollte, einen Kolibri mit einem Nashorn zu kreuzen, was weiß ich, aber wir machen es eben einfach. Und jetzt switchen wir rüber in die Welt von Jurassic Park. Nochmal dran erinnern, es geht hier um die Filme, nicht um die Bücher. Diese ganze Sache von wegen, oh, die Frosch-DNA ist ja im T-Rex mit drin, die nehmen wir jetzt auch mal bei raus, weil das wäre eben, genau wie bei uns in der Naturwissenschaft, viel zu kleinlich. In den Filmen haben diese Frosch-DNA-Zellen, die in die Saurier eingepflanzt wurden, keinen Einfluss auf die Eigenschaft der Dinosaurier. In den Büchern ist das anders, halt, Owen. Bevor ihr alle ausflippt, ja, in den Büchern ist das anders. In den Büchern wird ganz klar erklärt, dass der T-Rex diesen Sehfehler hat, eben weil er die Frosch-DNA intus hat. In den Filmen wird es aber anders erklärt. In den Filmen erklärt Dr. Alan Grant bereits bevor er im Jurassic Park war, dass der T-Rex auch damals ein eingeschränktes Sehvermögen hatte und dass er eben die Beute nicht sehen konnte, wenn er sich nicht bewegt hat. Maybe his visual acuity is based on movement like T-Rex. He'll lose you if you don't move, but no, not Velociraptor. Das heißt, in den Jurassic Park Filmen wird es so dargestellt, als wäre es in dem Universum von Universal eben ein Fakt, dass der T-Rex früher diese Eigenschaften hatte. Auch ansonsten erfahren wir von keinerlei merkwürdigen Eigenschaften, die von den Fröschen auf die Saurier übergeschwappt sind. Ja, nochmal, in den Büchern schon. In den Filmen aber nicht. Das heißt, wir sprechen in dem gesamten Jurassic-Universum, eben auch gerade in Jurassic World, von Hybriden, wenn eben zwei oder mehrere Dinosaurier oder andere Tierspezies zusammen vermischt wurden und eben auch die Eigenschaft übernommen werden. Als Beispiel eben der Indominus Rex, der ja zum Teil Raptor und T-Rex ist und eben aber die Fähigkeit eines Oktopus hat. Das heißt, er kann sich tarnen. Hier haben wir einen ganz klaren Fall von einem Hybriden. Oder noch einfacher erklärt, wir sprechen in Jurassic World und eben auch in Jurassic Park, da wurde es zwar nie erwähnt, aber im Jurassic-Universum sprechen wir Hybriden ganz klar auch mit Hybriden an. Und da hätten wir den Indominus Rex, wir hätten den Scorpius Rex und wir hätten den Indoraptor. Das sind drei Hybriden, die wir haben. In Jurassic World Camp Cretaceous kommen noch ein paar mehr dazu. Da haben wir irgendwie noch eine Mischung aus war es Triceratops und Spinosaurus, irgend sowas in der Art, wird dann da auch noch hergestellt. Das sind in der Welt von Jurassic
und vom Jurassic-Universum wirkliche Hybriden. Deswegen so Argumente von wegen, ja, aber da ist ja Frosch-DNA drin, das ist zu kleinlich, das lassen wir beiseite. Jetzt kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. Ist der Spinosaurus ein Hybrid? Oder fragen wir anders, wie kommen die Leute auf die Idee, dass der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 ein Hybrid sein soll? Und hier könnt ihr euch wirklich durch sämtliche Reddit-Foren, durch die Jurassic Park-Foren, Jurassic World-Foren hindurchsuchen. Es sind immer dieselben Argumente. Ja, der Spinosaurus sah ja ganz anders aus und Jurassic Park ist ja nicht akkurat dargestellt. Außerdem jagt er die Gruppe sehr aggressiv durch die gesamte Insel und verhält sich mehr wie ein Monster als ein Tier. Diese Argumentation packen wir jetzt einfach mal und bearbeiten die so ein bisschen. Einfach mal gedanklich bearbeiten. Der Spinosaurus sieht nicht so akkurat aus, wie die Wissenschaft heutzutage meint, dass er ausgesehen hätte. Ist richtig, ist vollkommen richtig, aber der Spinosaurus in Jurassic Park 3 sieht sehr akkurat zu dem Spinosaurus aus, wie man noch 2001 dachte, dass er ausgesehen hätte. Das übersehen halt sehr viele Leute. Der Spinosaurus ist mit einer der unbekanntesten Saurier, die wir aktuell entdeckt haben. Also man weiß noch nicht wirklich viel über den Dino. Man spekuliert, glaube ich, über keinen anderen Saurier aktuell mehr als über den Spinosaurus. Deswegen sind auch sehr viele Aussagen mit, ja, es ist faktisch bewiesen, man weiß, sind zum Großteil einfach nur Bullshit. Ich habe euch hier oben mal ein Buch verlinkt, hier oben, oder da oben, hier oben auf jeden Fall irgendwo. Das ist eine Dinosaurier-Enzyklopädie, wo ihr die aktuellsten Daten von Dinosauriern rausfischen könnt. Auch hier werdet ihr merken, der Spinosaurus ist sehr viel von, hätte möglicherweise, man schätzt, man glaubt. Also kann man auf jeden Fall das Argument schon mal beiseite legen. Der Spinosaurus sieht nicht akkurat genug aus. Ey, ja, man dachte eben aber früher, der sah so aus. Der einzige Grund, warum wir in Jurassic Park 1 auch keinen T-Rex mit einem Fell-Feder-Mischmasch gesehen haben, war auch einfach nur der, dass man damals nicht wusste, dass Saurier scheinbar eben dieses Fell hatten, was wir auch in Jurassic World Dominion sehen, ganz am Anfang in den 5 Minuten. Der Spinosaurus verhält sich sehr aggressiv, ist dann das zweite Beispiel dafür. Der Spinosaurus ist ein Hybrid, weil der jagt ja auch wie ein Monster. Und da verstehe ich die Leute so ein bisschen, wie man auf die Idee kommt, okay, dahinter muss ein Hybrid stecken. Wir schauen jetzt mal, ob wir vielleicht genau in diesem Moment auf den Punkt kommen, ja, er ist wirklich ein Hybrid. Man muss sich bei Jurassic Park 3 vor Augen führen, dass bei der Produktion sehr viel schiefgelaufen ist. Das ist nicht der Film, den wir eigentlich hätten sehen sollen. Das ist der Film, der das Endergebnis aus falscher Planung, viel zu vielen Drehbüchern, viel zu vielen Mündern, die in diese Geschichte reinreden mussten. Das ist das Endergebnis einer kompletten Chaos-Produktion, was auch daran erkennbar ist, dass sehr viele Szenen irgendwie keinen Sinn ergeben. Auf diesem Kanal habe ich mich ja schon oft damit beschäftigt, Jurassic Park 3 irgendwie so ein bisschen logischer zu machen und bin dabei auch auf aktuelle, beziehungsweise nicht auf aktuelle, sondern auf ältere Skripts gestoßen. Es gibt quasi drei Varianten von diesen Skripts von Jurassic Park 3. Einmal das Urskript, wo wirklich da nur so grob aufgeschrieben wurde, worum es wirklich geht. Dann gibt es eben das Skript, was eigentlich verfilmt werden sollte und dann eben das Skript, was dann wirklich letztendlich verfilmt wurde. Wenn man sich das Urskript anschaut, das Skript, bevor das Skript eigentlich geschrieben wurde, dann wird das Verhalten des Spinosaurus erklärt. Ich habe dazu schon mal ein ausführliches Video gemacht. Das habe ich dir entweder hier oben verlinkt oder in die Kommentare unten reingesetzt. Direkt das allererste Video, was ich da unten verlinkt habe, ist das Video dazu, warum sich der Spinosaurus so seltsam verhält. Es wird eigentlich erklärt, also ein Grundgedanke ist dahinter. Nämlich sollte ursprünglich Cooper einen Baby-Spinosaurus töten. Aus diesem Grund ist der erwachsene Spinosaurus überhaupt erst auf der Jagd nach diesen Menschen. Aussagen wie, ja, aber der ist trotzdem auf einem Rachetrip und Tiere würden sowas nicht machen, kann ich nicht beurteilen. Dazu bin weder ich und wahrscheinlich auch die wenigsten von euch, die diese Aussagen treffen, tief genug in dieser Materie drin. Allerdings will ich jetzt hier gar nicht mehr lang palabern, eure Frage einfach nur beantworten. Nein, der Spinosaurus ist offiziell kein Hybrid. Warum kann ich das so ganz einfach sagen? Weil es nie bestätigt wurde. Schaut man sich die Dokumentation zu Jurassic Park 3 an, ist es nämlich auch sehr erstaunlich oder heutzutage relativ lustig, wenn man die ganzen Kommentare liest, oh, das muss ein Hybrid sein, wie der Regisseur von Jurassic Park 3 nämlich damit prahlt, ja, wir haben den Spinosaurus so akkurat, wie es ging, irgendwie nachgestellt und haben eine super schöne animatronische Figur erschaffen, die dem echten Spinosaurus sehr ähnelt. Man hat hier wirklich versucht, akkurat mit der ganzen Sache umzugehen. Das ist nicht gelungen, gebe ich vollkommen zu, ich mag Jurassic Park 3, aber die Frage kann man einfach ganz klar beantworten, nein, der Spinosaurus sollte kein Hybrid sein. Er mag sich hier und da so verhalten wie einer, kann man vielleicht irgendwie reininterpretieren, aber nein, offiziell soll der Spinosaurus in Jurassic Park 3 kein Hybrid sein. Punkt. In diesem Sinne bin ich für heute erstmal raus mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Ich freue mich drauf, mit euch zu diskutieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.